Hallihallo, mein Name ist Diana Müller, ich bin unabhängige Stand-up-Demonstratorin und heute geht's los. Heute beginnt der aktuelle Verkauf aus dem Frühjahr-Sommer-Katalog von Stampin' Up. Das ist ein Saisonkatalog, der ist etwas dünner. Bei mir sind sie noch ganz schön wild beklebt hier, die Seiten, mit meinen Wünschen, Ideen und so weiter. Und ich möchte eine kleine Serie starten, die kommt jetzt monatlich raus. Da picke ich mir ein Produktpaket oder ein Produkt ganz allgemein raus aus dem Hause Stampin' Up, was ich euch ein bisschen näher vorstellen möchte. Ein bisschen detaillierter und mit ein paar Ideen, was ich so damit schon angestellt habe. So, jetzt ist der Katalog ganz neu und ich habe auch noch nicht so viel bestellt, aber auf der Seite 34, 35, ab heute dürfen wir offiziell zusammenblättern, ab heute darf man das. Seite 34, 35, da geht es um Schmetterlinge. Das große Thema jetzt hier für den Frühling, es ist ein passendes Designerpapier dabei mit sehr frühlingshaften Motiven. Und ich habe geblättert und im ersten Moment dachte ich, was ist denn das für ein Stempelset? Die Motive, ich weiß nicht, ob das so zu mir passt und ob das mir gefällt, aber dann. Diese Stampin' Up-Kataloge sind echt ein Füllhorn an Ideen. Ich finde es ja echt super und das macht auch total Lust auf Kreativität. Ich habe dann hier diese Beispiele gesehen und das gefiel mir richtig gut. Nicht alles, also da muss man schon so seine Art und seinen Weg finden, aber vieles. Und deswegen dachte ich, okay, du bestellst dir das und testest es mal einfach aus. Und ja, was soll ich sagen? Ich wollte euch gerne mal das Ergebnis zeigen, denn ich habe dann, dieses Produktpaket. Ich blende euch alles in der Infobox ein an Informationen, die es braucht. Habe ich mir dann bestellt, also einmal die Handstanze und das Stempelset natürlich als Produktpaket, weil man dann 10% spart und ich auch gerne spare. Und ja, und dann habe ich mir das gegönnt. So, Schmetterlingsglück heißt das Stempelset. Man hat jetzt hier die beiden Schmetterlinge in einem. Du standst einmal und hast beide ausgestanzt. Und das Pfiffige, wirklich Tolle bei diesen Stempeln ist, das habt ihr vielleicht schon in anderen Videos gesehen, knister, knister, man hat hier wirklich beide Stempel gemeinsam auf dem Stempelblock. Ich weiß, Stempel haben keine Seele, aber ich kriege es nicht übers Herz, die kaputt zu schneiden. Man könnte, wenn es einen irgendwann mal nervt, diese Stempel auch kaputt schneiden und müsste sie dann halt wieder zusammenfriemeln, wenn man sie dann wieder gemeinsam ausstanzen möchte. Jedem selbst überlassen. Ich mache es nicht oder noch nicht. Ich habe auch bislang noch keinen Grund gebraucht. Wenn ich jetzt wirklich nur den kleinen Schmetterling brauche, haben möchte, dann schneide ich mir einen Streifen oder ich drehe und wende das halt. Oder jetzt bei meinen Beispielen fand ich es total super, dass ich immer gleich beide Motive stempeln konnte. Ja, das ist die Handstanze. Dann ist auf dem Stempelset, gibt es noch schöne Sprüche, die mir von der Schriftart auch echt gut gefallen haben. Und zwar, ich nehme euch mal ein bisschen näher ran, mit mir und mit der Technik, es klappt nicht immer, aber ich bin stets bemüht. Also, wir haben hier einmal, alles Schwere macht uns stärker. Danke von Herzen. Schön, dass du da bist. Zum Geburtstag alles Glück der Welt. Und hier unten kommt noch einer mit beste Wünsche. Der Rest sind der Körper von dem Schmetterling in verschiedenen Arten, wie man das stempeln kann, mit kleinen Fühlern. Hier oben gibt es nochmal die große Variante für den großen Schmetterling. Und was ich auch immer spannend finde, ist dann zu gucken, ob denn die Sprüche auch auf Etiketten passen, die man schon hat. Zur Handstanzen oder eben Framelits oder so. Jetzt muss man aufpassen, dass man nicht hier vorne auf dem Layout guckt, weil es meist kleiner auch dargestellt ist, sondern dass man wirklich dann so ins Innerste guckt und dann da schaut, passt es oder passt nicht. Und siehe da, hoppala, siehe da, es passt nicht so ganz. Was aber passt, ist aus diesem Etikett, ihr kennt das aus dem Herbst-Winter-Katalog, da passt dieses beste Wünsche super drauf. Das war in dieser Stanzbox, in dieser roten. Das gab es jetzt auch im Ausverkauf, vielleicht habt ihr es euch geschnappt. Da passt dieses beste Wünsche super rein und ist auch nicht mit so riesen viel Rand
verbunden. Oder, was ich halt auch schön fand, sind diese beiden Etiketten. Das ist einmal dieses, da passt Danke von Herzen super drauf. Oder hier jetzt diese neue Rechteckform, die sowohl das Ausgestanzte als auch das, was drinne bleibt, mit so einem Stitchrand versieht. Und das fand ich toll. Und alle größeren Etiketten gehen natürlich auch, ne? Also ich gucke dann immer so nach dem kleinsten Etikett, was ich habe, ob es passt oder nicht. So, und dann fange ich mal an. Also, ich habe mir überlegt, was möchte ich euch zeigen? Und zwar einfach mal ganz schlicht, einfach ausgestanzt. Einfach ausgestanzte, sagen wir mal, sind vielleicht Tischkärtchen oder Mitbringen-Buffet-Informationen, wo jeder dann draufschreiben kann, was das denn ist, was er da mitgebracht hat. Und die kann man dann halt entsprechend so hinstellen. In Limette eine Variante mit dem Designerpapier gewerkelt, dann eine Variante in Heideblüte. Da habe ich einfach beide Schmetterlinge in Flüsterweiß ausgestanzt und so aufeinander geklebt. Und ich finde auch, diese Form von den Schmetterlingen lässt sich super kleben. Also wenn man die einmal in der Mitte, also so einmal falzt und dann hat man gute Klebe, wie sagt man denn? Klebefläche. So, das ist der große Schmetterling, einfach auf dem Designerpapier ausgestanzt, gar nichts gestempelt. Also da habe ich noch gar nichts gestempelt. Und weil das halt zum Thema Tischdekoration gut passt, zeige ich euch das nächste. Und zwar habe ich da ein Teelicht oder ein einfach Hinsteller, ne? Das ist eine Herzform, das könnte man auch gut für Hochzeiten nehmen. Einmal Pergamentpapier in der Mitte gefalzt und dann umgedreht, zusammengeknotet, damit es stehen kann und eine Herzform hat. Und habe dann dieses neue Organdi-Band, was man auch in der Celebration sich schenken lassen kann, bei einem Stellwert von 60 Euro. Und habe dann einmal den großen ausgestanzt und den kleinen jeweils auf dem Designerpapier mit dem kleinkarierten Muster in Heideblüte und einmal nur das ganz schlichte Cardstock-Papier und habe dann jeweils nochmal dieses Pergamentpapier draufgeklebt. Das Pergamentpapier begegnet uns jetzt gleich noch ein paar Mal, weil ich finde, das macht es so schön leicht. Also ne, hier Pergament, dann das Designerpapier, dann Heideblüte und auf der anderen Seite nochmal Pergament. Es passt natürlich auch zu diesem ganzen Teelicht oder Aufsteller und hier unten das gleiche nochmal mit dem Kleinschmetterling. Und hier unten dann halt zum Abschluss das einfach durch so ein Loch gefädelt. So, also immer noch nichts gestempelt. So, dann ging es los. Dann dachte ich, ach komm, testest du mal noch ein anderes Etikett, ob es drauf passt. Ja, tut es. Das ist auf dieses Etikett, auf dieses klassische, nee. Ich blende euch ein, wie diese Etiketten heißen, auf deren Namen ich gerade nicht komme. Da habe ich die Schmetterlinge im Hintergrund gestempelt, ohne diesen Körper, also ohne diesen länglichen Strich und die Fühler, weil ich es ohne einfach schöner finde, zarter. Und wieder Pergamentpapier. Nein, es muss nicht weg, aber es gefällt mir einfach gut. Und ein bisschen Silberstreifen draufgeklebt und dann dieses flüsterweiße Kordel mit dem Silber zusammen und die Karte selbst ist in Babyblau und Flüsterweiß. Also das ist auch eine ganz schnelle Karte. Ich gehe nochmal kurz zurück, damit ihr die in dem Ganzen mal sehen könnt. Und ja, die gefiel mir auch richtig gut und war echt schnell gemacht. Also das wird was für die nächste Stempelparty bei mir. Wer da mit den Schmetterlingen was stempeln möchte, der wird nicht drum rumkommen. So, dann... So, dann noch, wer das Prosciutto-Pulver vielleicht hat, kennt das hier. Oder halt einfach einen Aquarellhintergrund, ne? Aquarellhintergrund gestempelt. Dann hatte ich mich so ein bisschen in der Stempelfarbe vertan. Es wurde mir persönlich zu dunkel. Das war dann grüner Apfel. Ich hätte Limette nehmen sollen. Nun gut, da ist es halt passiert. Und dann habe ich einfach nochmal dieses Pergamentpapier nochmal so draufgeklebt, die Schmetterlinge, damit es so ein bisschen die Farbe aufhebt oder halt ein bisschen weicher macht. Mit dem Aufdruck einfach, schön, dass du da bist. Wer hört das nicht gerne? Ich finde das halt auch schön, wenn man bei dem Motiv, schön, dass du da bist, bei dem Spruch eben beide nutzt, ne?
Beide Schmetterlinge sind bildlich dafür, dass man halt eben zu zweit ist oder mindestens zu zweit. Das dazu, dann war ich ja schon mal gut beim Aquarellthema und habe dann angefangen, einfach das eine Stempelmotiv, was schon auch zum Ausmalen gedacht ist, mit dem Stelson zu benutzen. Stelson gestempelt, trocknen lassen, dann erstmal nur hier diese Schmetterlinge feucht gemacht mit dem Aquapainter, mit einfach Wasser drin und einen Hintergrund gezaubert, der sehr leicht sein sollte, also das sollte auch so aussehen. Und ich wollte auch, dass das nicht so geradlinig ausgemalt aussieht, sondern wirklich so ein bisschen ausfransen sollte. Also das ist wirklich gewollt und ich mag den Effekt. Und habe dann hier oben einfach noch so ein bisschen in Pazifikblau, also ich habe jetzt hier benutzt Babyblau, Pazifikblau und bin zu sonst gar nichts anderem mehr gekommen. Und es hat mir auch so schon gereicht. So, dann geht's weiter mit Heißprägen, das Embossen. Das war dann noch so eine Idee, dass ich das einfach in Silber embosse, auf ein jetzt wieder Pergament klebe und daraus ein Lesezeichen mache oder einfach einen Anhänger für ein Geschenk. Ich habe das hier oben und unten so ein bisschen getackert, weil ich das optisch schön finde, mit dem Tüllband und wieder diesem Kordeln mit dem Silber zusammen festgebunden. Und so kann das dann aussehen. Ich habe diese Körper, an der Stelle habe ich die Körper gemalt, einfach mit einem silberfarbenen Marker. Und das fand ich schon ganz schön, aber ohne hat es mir persönlich wieder besser gefallen. Das nur schon mal so für euch. Dann war ich schon gut im Prägen, im Heißprägen und habe dann hier noch, da mache ich mal einen fliegenden Wechsel, das Ganze mit Weiß gemacht, also weiß geprägt, auf Pergamentpapier von hinten angemalt mit den einfachen Markern, mit den Stampin-Markern und dann auch festgeklebt. Immer nur in der Mitte befestigt, damit sich hier diese Flügel noch aufstellen können und das ist halt sehr flach und wirklich ideal für ein Lesezeichen. Oben fehlt dann noch ein Band, wenn man das möchte oder man lässt das einfach oben ein bisschen rausgucken. Ich finde, Pergamentpapier eignet sich wirklich super, weil es sowas Leichtes hat und auch diese leichte Form von so einem Schmetterling einfach toll wiedergibt. Dann war ich ja schon mal gut mit dem Ausmalen zugegen und habe dann angefangen und gedacht, für die Blends, ihr kennt ihr vielleicht schon, für die Blends braucht man ja ein Stempelkissen, was auf Wasserbasis funktioniert. Ich rate ja oft dann zu dem Memento, aber unsere ganzen Stempelkissen, die normalfarbigen, basieren ja auch auf Wasser. Also habe ich dann das in der Farbe aufgestempelt, trocknen lassen und dann mit den Blends koloriert. Und oh Wunder, wenn man dann das Dunkle nimmt, also es ist jetzt Calypso, es ist nicht Grapefruit gewesen, dann malt man sich natürlich auch die Konturen weg. Also das sah dann jetzt nicht so prickelnd aus. Ich habe dann auch an der Stelle gedacht, ach komm, jetzt malst du es noch fertig und hast dann hier den Körper eben dunkler gemalt. Aber so wollte ich es nicht belassen, weil es mir optisch einfach nicht gefiel und dachte, okay, wieder was gelernt. Ist jetzt nicht so mein Fall, aber das Ganze dann nochmal mit grüner Apfel gewurstelt und dabei dann halt einfach so ein bisschen hier und da mal ein bisschen öfter drüber gegangen mit dem Hellen. Und den dunklen dann einfach hier neben die Punkte noch mal ein bisschen gemalt und den Körper. Und dann ist man auch ganz schnell fertig. Und das ist dann auch weit davon entfernt, dass man das immer nur in Schwarz stempeln muss. Und ich finde, dadurch gibt es halt gleich sofort einen ganz anderen Look. So, ja, und das war's dann. Erstmal für die Produktvorstellung, meine persönliche Produktvorstellung und Ideen zu diesem Produktpaket Schmetterlingsglück. Seite 34 und 35 im aktuellen Saisonkatalog. Ab heute gültig und bestellbar online oder halt eben über die Demo deines Vertrauens. Und für mich ist es halt schon eine besondere Überraschung, wie viel Spaß mir das gemacht hat mit dem Set und wie vielseitig das ist. Und ich hatte jetzt überlegt, das ist mein Produkt des Monats. Heißt, ich möchte auch ein kleines Extra-Angebot machen. Das heißt, dieses Produktpaket Schmetterlingsglück könnt ihr bei mir über Sammelbestellung anstatt für 42,25 € für 40 € bestellen.
Mir hat es Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch beim Zusehen. Wer noch keinen Katalog hat, ihr kennt das Ganze. Ihr könnt es gerne bei mir bestellen, anfordern. Das war das Set, Handstanze und Stempelset. Und das waren so meine Ideen damit. Ne? Einfach ausstanzen. Die Tischdeko, die packe ich jetzt nicht noch mit dabei. Dann habe ich das heiß geprägt und koloriert mit den Markern oder mit den Blends eben. Habe das einfach gestempelt als Hintergrund, statt Designerpapier verwendet. Oder habe das heiß geprägt mit Silber, Ton in Ton als Lesezeichen oder Anhänger. Und Aquarelltechnik darf halt bei sowas Zartem wie Schmetterlingen nicht fehlen. Und der Prusho, das Prusho-Pulver oder einfach noch ein anderer Aquarellhintergrund. So, sieht jetzt ein bisschen wüst aus, aber das waren so meine Ideen. Ich hoffe, es hat gefallen und ja, soweit, so gut. Vielen Dank und tschüssi, bis zum nächsten Mal.